Hallo für dieses Video bei ZS123 mit Jonas und Lukas, ja. Dieses Video ist ein ganz besonderes Video. Zum einen haben wir gerade festgestellt bei dem ersten Anlauf, dass wir inzwischen 100 Abonnenten haben. 100! Leute, das ist echt super. Es steht da 100. 100 exakt Abonnenten. Genau. Und zwar wollten wir eigentlich bei 100 Abonnenten ein Giveaway machen. Allerdings haben wir uns bei ungefähr 86 Abonnenten etwas überlegt, etwas, was ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, was auch noch nicht zu 100% fertig ist. Ein Projekt. Ein Projekt, das CSDA23 kaputt macht. Ja, denn CSDA23 wird es nicht mehr geben. Also der Channel wird noch existieren, da ich den für mich privat weiter nutze, aber er wird nicht mehr mit neuen Videos gespeist. Und die alten Videos werden auch gelöscht. Aber uns wird man natürlich nicht los. Das ist ja ganz klar. Also wenn man versucht, uns loszuwerden, ist echt schwierig. Außer man drückt den Deabonnieren-Button. aber nee, Spaß beiseite. Und zwar haben wir einen neuen Channel aufgemacht, der lautet, könnt ihr gleich sehen, der Link wird natürlich in der Beschreibung sein und nochmal zum Anklicken da sein. Erstmal, dass wir sowas machen. Hier schon drin, ne? Warum gibt es eigentlich noch einen? ja, Entschuldigung. Und zwar heißt unser neuer Channel German HQ Tutorials. Warum German HQ Tutorial, Jonas? Ja, weil wir halt deutsch sind, glaube ich. Ja, deutschsprachig zumindest. Denke ich zumindest. Also alle unsere Videos sind auf deutscher Sprache. Ja. In Deutschsprache. Und ja, das HQ steht da für High Quality, in einem Sinne dafür, dass wir halt unsere Videos mittlerweile alle sogar in HD aufnehmen. Aufnehmen, hochladen. Und unsere Videos haben natürlich eine gewisse Qualität. Mittlerweile bekommen, man muss ja sagen, unsere ersten Videos waren ja schon so ein bisschen daneben. Aber mit der Zeit wurde das alles immer ein bisschen professioneller und wir haben, die Abonnentenzahl ist teilweise relativ schnell, Anführungszeichen, relativ schnell vorangegangen. Wir haben auch teilweise in der Woche teilweise 4 Abonnenten bekommen, aber ganz stolz drauf. und ja, wir würden euch bitten, unseren neuen Channel zu abonnieren. Und wenn wir auf diesem Channel dann die 100 Abonnenten-Marke wieder erreicht haben, was ja eigentlich relativ schnell gehen dürfte, weil wir haben so überlegt, wir haben auch so durchschnittlich immer 50 aktive Abonnenten, würden wir mal sagen. Wobei man das natürlich nie so sagen kann. Zum Beispiel sagen bei jedem Video anders, dass dann die eine Hälfte sagt, finde ich interessant, die andere Hälfte sagt, finde ich auch nicht interessant, ist für mich nichts, kenne ich schon, gucke ich nicht. Weiß man natürlich nicht so genau, aber wir würden sagen, so im Durchschnitt haben wir 50 aktive Abonnenten. Und ja, wenn ihr den neuen Channel abonniert, auf dem wir mittlerweile jetzt schon wieder 8 Abonnenten haben, und die 100 Abonnenten erreicht sind, dann gibt's, soll man schon verraten, was es dann gibt? Ne, es wird überrascht. Das wird eine Überraschung. Ja, dann werdet ihr dann erfahren, was es gibt zum Vergiveawayen. Aber es ist was Cooles. Ist was ziemlich Cooles. Ist etwas, was wir beide nutzen, aber wird dann natürlich neu gekauft extra für euch. Und dann zeigen wir euch bei den Karton und allem Boxen könnt ihr das dann, was wir dann noch machen werden, wenn der das Abonnenten-Giveaway gewinnt, ein Unboxing macht, dann werden wir es natürlich auch unseren Channel hochladen und verlinken. Ist ja klar. Würden wir uns auch sehr darüber freuen, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Und ja, auf jeden Fall, bitte abonniert unseren neuen Kanal. Ich zeige es einmal ganz kurz den Kanal selber. Hier haben wir ihn. German HQ Tutorial steht hier nochmal. Hier ganz oben haben wir einfach das MW2 und das Blog-Symbol. Einfach deswegen, weil ich persönlich angefangen habe in der letzten Zeit mit dem Kommentieren und mir sehr viel Spaß macht. Natürlich hier unten die Programme, mit denen wir am meisten machen. Windows, ist ja klar. Wir benutzen ja nur Windows. Photoshop, Camtasia und Sony Vegas. Das sind so die Programme, wo wir auf jeden Fall mehr als ein Video zu gemacht haben, würde ich mal sagen. Oder mitgemacht haben. Und deswegen haben wir gedacht, packen wir die auch mal da rein. Da sehe ich. Ja. Das Avatar gefällt uns beiden noch nicht so. Das habe ich mal auf die Schnelle gemacht. Muss natürlich noch verbessert werden. Und bei einigen Videos oder bei vielen Videos fehlen noch die Beschreibungen. Müsste ich auch mal machen. Aber im Moment ist mit der Zeit ein bisschen knapp. Aber wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Das sind auch dieselben Videos wie vorher bis jetzt im Grunde. Also ich habe die ganzen Videos runtergeladen und wieder hochgeladen. Und deswegen ist manchmal das
Intro drin. Das CS Denon 23 Intro. Ein Schreibfehler. Ja, anstatt Presents, habe ich das S vergessen, ist echt Englisch, peinlich. Hey. Und dann ist uns auch noch aufgefallen bei dem Runterladen, dass wir 160 Videos haben, jetzt knapp. Also jetzt inzwischen, das waren dann 150, 155, jetzt knapp 160 Videos haben. Wir haben jetzt schon eine ziemlich hohe Zahl an Upload-Aufrufen eigentlich. Ja, dafür ist noch nicht bekannter. Also dafür, dass wir das noch nicht gemacht haben, haben wir jetzt schon 852 Upload-Aufrufe. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Und ja, halt schon 8 Abonnenten. Und was uns auch aufgefallen ist, ist bei unseren Videos, oder eher dem Jonas aufgefallen, beim Downloaden unserer Videos, dass wir teilweise einen Monat oder zwei Monate nicht von uns hören lassen, aber dann einfach 4, 5 Videos auf einmal kommen. Also nicht wundern, wenn da mal irgendwie längere Zeit nichts kommt. Also wenn wir aufhören, dann sagen wir vorher Bescheid, dass ihr uns pünktlich deabonnieren könnt. Also wir hören nicht einfach auf, ohne irgendwas zu sagen. Und dass wir aufhören, wird wahrscheinlich ziemlich lange dauern, weil zumindest mir macht das Video macht Spaß. Ja, und wie auch. Nö, ist voll scheiße. Ich finde ja voll langweilig, deswegen macht das auch. Das ist sinnvoll. Ja, aber es macht uns halt Spaß, deswegen braucht ihr da keine Angst haben, dass wir auf einmal aufhören. Manchmal ist es auch ein bisschen blöd, wenn man keine Ideen hat. Ich sag mal, nur COD wäre auch ein bisschen blöd. Ja, ihr könnt ja einfach mal ein paar Ideen uns senden, wo ihr sagt, ja, zeigt mal, wie das geht, ich verstehe es nicht ganz. Oder wenn ihr mal ein Programm findet, was ihr, wo ihr sagt, das ist für uns, also ich finde das super klasse, wenn ihr jetzt ein Programm findet, wo ihr sagt, das ist ein Must-Have für jeden PC-User, dann könnt ihr uns einfach mal einen Link schicken und schreiben, was das für ein Programm ist, was das macht, warum ihr es so super findet, und dann werden wir das Programm mal angucken. Wenn wir sagen, das Programm ist super, dann werden wir natürlich auch direkt ein Video dazu machen. Und wenn ihr mal Fragen zu Programmen habt, wir können natürlich nicht versprechen, dass wir zu jeder Frage euch helfen können. Ich meine, wir sind auch nur Schüler und das alles, was wir können, haben wir uns quasi selber beigebracht. Oder selber in Foren erlesen quasi. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, so viel wie möglich zu antworten mit Videos. Oder? Ja. Ja. Macht ist so quasi unser Plan. Ja. Ich glaube, das war's jetzt eigentlich schon. Das waren jetzt auch schon knapp 7,5 Minuten. Wir haben uns ganz professionell einen Timer gestellt. ja, wir würden sagen, wir verabschieden uns und sagen, hau da rein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.